Ja, also ich bin schon ein bisschen stolz, weil also es ist halt trotzdem alles mal bei mir im Wareneingang angekommen und jetzt ist es ein fertiges Produkt, wir haben es verkaufen können und darum, also es ist schon ein gutes Gefühl, wenn man dann dort so eine Bebrandflasche sieht. Ja, also ich spüre bei meiner Arbeit schon eine gewisse Wichtigkeit, weil das halt dann wirklich an Patienten von uns weitergeht. Und darum ist es für mich, sowie auch für mein Team, sehr, sehr wichtig, dass wir genau dort arbeiten, dass da kein Fehler passiert. Ja, also ich bin Kim. Ich arbeite in der Logistik und ich bin seit dem Sommer 2023 bin ich jetzt bei der B. Braun und im Wareneingang tätig. Also ich kann auch eigentlich für diese Ausbildung entschieden, weil als ich in Kontakt bin mit meinem Berufsbildner, dann habe ich schon gemerkt, also, da ist etwas Cooles. Also, da möchte ich gerne arbeiten. Also, auch wenn er auf mich zugegangen ist, also, es ist wirklich mega gewesen. Ich bin vor allem zuständig für alle Materialien sowie Rohstoffe, die bei uns angeliefert werden. Ich bin dafür zuständig, dass sie abgeladen werden und dann Schritt für Schritt weiter verarbeitet werden. Ich hätte zwar nie gedacht, dass ich jemals in der Logistik bin. Also hätte mir das jemand gesagt vor ein paar Jahren, dann hätte ich, glaube ich, gelacht. So, was ist Logistik? Aber ich weiß nicht. Irgendwie. Ich hätte nicht gedacht, dass das irgendwie so gut zu mir passt. Ich habe so dahin nicht wirklich gewusst, was mich erwartet. Dann wurde mir alles gezeigt. Und ich so, ah, das kann ich. Das kann ich. Also was ich persönlich jetzt spannend finde, ist Muster nehmen bei Rohstoff, weil das macht man nicht jeden Tag, dass man einfach schnell einen Rohstoff aufmachen kann, schnell ein Muster nehmen und das ins Labor aufbringen. Und für mich ist das immer ein bisschen ein Highlight, eigentlich, das zu machen. Also ich würde es empfehlen, weil ich finde, hier im Standort Sempach haben wir eine mega coole Arbeitsatmosphäre und man merkt das auch als außenstehende Person, wenn man mal vorbeikommt, dass da wirklich einfach mega coole Leute arbeiten, die man sich gut verstehen kann. Ja, ich komme zu der B. Braun. Ja, uff. Autogramm später bitte.